Der Verkehr war in einer Dichte, dass man sich zum Teil gar nicht als Nichtbetroffener vorstellen kann. Es ist heute wesentlich ruhiger, dank der Herrschaften, die da unten stehen. Und die Ausweichflüchtlinge auf, rund um den Kreisverkehr rundherum schicken und wieder auf die Autobahn. Es ist sehr wichtig für unsere Dörfer. Man muss vorstellen, wenn sich staut, es muss eine Feuerwehr durch, es muss einmal eine Rettung durch. Bei uns fährt jeden Tag zweimal, dreimal der Notarzt durchs Dorf. Also es ist sehr wichtig für unsere Dörfer, dass der Ausweichverkehr verlagert worden ist. War merklich spürbar, viel weniger Auto. Man hat natürlich schon gemerkt, dass hier sich was geändert hat oder beziehungsweise einfach Sperren positiv sich ausgewirkt haben.